ist ja richtig. Richtig, ja, ne? Ja. Sehr schön, ja. Schöne Anlage. Ja, liebe Modellbahnfreunde, in knapp 3 Wochen ist Weihnachten. Man sollte es nicht glauben. Und man sollte spätestens jetzt sich darum bemühen, sich um passende Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Und was man noch Passendes zu Weihnachten schenken kann, oder besser gesagt Außergewöhnliches schenken kann, das macht der Mann, der neben mir steht. Das ist Manuel Engel von Modellbahn Engel. Grüß Gott, Herr Buttig. Den wir natürlich auch in dieser Sendung vorstellen werden. Aber zuallererst, bevor wir zur Modellbahn Engel kommen, haben wir ein anderes Highlight für Sie. Rocco hat in den vergangenen Wochen eine neue E-Lok in H0 aufs Gleis gesetzt. Das ist die Baureihe 151 und die wollen wir Ihnen zuallererst vorstellen. Die E-Lokomotive, die wir Ihnen heute vorstellen möchten, liebe Modellbahnfreunde, ist die Baureihe 151. Das sind jene 6-achsigen, sehr starken Güterzuglokomotiven, die die Deutsche Bundesbahn damals aufgrund des gestiegenen Güterverkehrs bestellte. Und diese Lok hat Rocco auf die Schienen gestellt und die möchten wir Ihnen heute gerne vorstellen. Der Güterverkehr auf der Schiene hatte Ende der 1960er Jahre eine große Bedeutung. In dieser Zeit stieg er sprunghaft an und mit dem herkömmlichen Fuhrpark an E-Lokomotiven war er bei Weitem nicht mehr zu bewältigen. Die 4-achsige 140 war im oberen Geschwindigkeitsbereich zu schwach und die kräftigere 150 mit ihren 100 km/h entschieden zu langsam. Das erkannte die Bahn und gab eine Neukonstruktion einer kräftigen und auch schnellen E-Lok in Auftrag. Auf Basis der bewährten Einheits-E-Lokomotivenfamilie komponierte Krupp eine sehr elegante 6-achsige Maschine, die stärker als jede schnellere und schneller als jede stärkere deutsche E-Lok war. Auf dem Dach saßen Stromabnehmer der Bauart DBS 54. Mit dem feingliedrigen, von denen der 103 abstammenden Drehgestellen und den harmonisch proportionierten Aufbau mit den großen Maschinenraumfenstern machte die 151 stilistisch auch heute noch eine sehr gute Figur. 1972 erhielt die DB mit 151-001 die erste dieser starken E-Lokomotive. Insgesamt 170 Stück wurden von Krupp an die Deutsche Bundesbahn ausgeliefert. Auf der Frankenwaldbahn beispielsweise beförderten 151 viele Jahre lang Züge des Interzonenverkehrs. Das fulminante Beschleunigungsvermögen machte sie auf steigungsreichen Strecken selbst vor D- und später auch vor Interregio-Zügen zur ersten Wahl, weshalb sich solche Leistungen bis in den späten 1990er Jahre auch in den Dienstplänen wiederfanden. Mit automatischen Kupplungen ausgestattet, bespannten die 6-Achser seit 1976 im Doppelpack gewaltige, aus 28 6-achsigen Selbstentladewagen bestehende 5400 Tonnen Erzzüge, beispielsweise zwischen Duisburg und der Dillinger Hütte im Saarland. Seit 2010 werden vermehrt 151er Maschinen ausgemustert, bei denen die Fristen auslaufen. Es ist also deshalb nur noch eine Frage der Zeit, bis diese starken Maschinen von den Gleisen verbannt sind. Die E151 von Rocco ist ein Zweileiter-Gleichstrommodell mit Sounddecoder und hat eine 22-polige Schnittstelle für Triebfahrzeuge Plax 22. Angetrieben wird diese Lok von einem 5-poligen Motor mit Schwungmasse. Die Ausführung und die Farbgebung der Lok entspricht der Deutschen Bundesbahn in Epoche 4. Schauen wir uns das Modell der E151 in der Detaillierung an. Der erste Anblick nach dem Auspacken überzeugt. Sie macht einen sehr wertigen Gesamteindruck. Die Dachaufbauten entsprechen in Form und Ausführung dem Original. Extra aufgesetzte Teile auf dem Dach wie Trittbretter und Lüftungsgitter für Wartungsarbeiten sind in Aids-Technik ausgeführt. Stromzuführungen und Isolatoren sind sehr sauber und fein dargestellt. Die Scherenstromabnehmer sind in Metallausführung. Extra angespritzte Teile, wie zum Beispiel hier das Signalhorn, sind sehr filigran ausgeführt. Der Maschinenraum ist komplett eingerichtet und auch nachgebildet.
Fenster- und Lüftergitter passgenau und sehr sauber eingesetzt. Griffstangen und Aufstiegsleitern wie hier am Drehgestell ebenfalls extra angesetzt. Sehr schön der Frontbereich der Lok. Scheinwerfer in Chromringe gefasst, sehr edel die extra angesetzten Scheibenwischer in Metallausführung. Drehgestelle sind sehr fein dargestellt. Es fehlt praktisch kein Detail. Die Lok hat pro Drehgestell 2 Haftreifen. Sie ist ausgerüstet mit einer Kurzkupplungskinematik mit Schacht nach NEM 362. Durch die abnehmbare Kupplung im Frontbereich gibt es eine hohe, realistische Darstellung. Alles in allem eine tolle Detaillierung und Ausführung dieser Maschine. Liebe Modellbahnfreunde, wir möchten jetzt die Lokomotive im Fahrverhalten testen. Und wir fahren mit unserer bekannten Z21 und dem iPad. Wir versuchen mal, die Maschine im langsammstmöglichsten Bereich anfahren zu lassen und auch mal zu testen, wie sie die Geschwindigkeitsänderung annimmt. Das wäre jetzt die Kriechgeschwindigkeit. Schauen Sie sich das mal an, wie sauber und ohne zu rucken die Maschine anläuft. So, den Rest, denke ich, wird sie ordentlich machen. Jawohl, wir erhöhen die Geschwindigkeit und werden sie dann im Ausgang der nächsten Kurve im Ausrollverhalten prüfen. Und wir werden jetzt die Geschwindigkeit wegnehmen. Und auch hier ein sehr sauberes Ausrollverhalten. So, das gleiche werden wir jetzt in der Rückwärtsgeschwindigkeit, also in entgegengesetzten Fahrtrichtung, testen. Ob sie das genauso gut und schön meistert. Wir fangen jetzt mal an, in der Kriechgeschwindigkeit zu fahren. Und auch Sie sehen, setzt sich ganz sauber, souverän und locker in Bewegung. Sie gleitet nahezu über die Schienen. Wir erhöhen das Tempo. Und werden Sie jetzt im Ausgang der nächsten Kurve wieder im Ausrollverhalten prüfen. Und genauso sauber vorwärts wie rückwärts. Ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Kommen wir jetzt zu unserem Geschwindigkeitstest. Wir testen mit der Z21 und als Steuerpult sozusagen unser iPad wieder. Wir testen in 3 verschiedenen Fahrstufen. Fahrstufe 10, das ist die Fahrstufe, mit der die Lok eigentlich die Geschwindigkeit oder mal unser Computer die Geschwindigkeit noch erfasst. In der mittleren Geschwindigkeit mit der Fahrstufe 64. Und in der Höchstgeschwindigkeit mit der Fahrstufe 128. So, wir fangen an mit der Fahrstufe 10 und ermitteln die geringste Geschwindigkeit. So, in der Fahrstufe 10 fährt unsere Lokomotive 2,2 km/h. So, jetzt kommt die Fahrstufe 64 und ermitteln die mittlere Fahrgeschwindigkeit. Die Lok durcheilt mit 41,3 km/h die Messstelle und jetzt kommt die Höchstgeschwindigkeit und das ist immer der Knackpunkt. 122,5 km/h. Das spricht für eine sehr gute Einstellung des Wertes der Lok. Und hier bleibt auch wie immer zu sagen, wer es ganz genau mag, die 120 km/h muss die 2,5 km/h weniger in der CV5 entsprechend abändern. Trotzdem an dieser Stelle ein sehr guter Wert, den man auch durchaus so nehmen kann. So, kommen wir zum nächsten Punkt, dem Zugkrafttest. Das ist ja immer so ein kleines entscheidendes Kriterium, was diese Maschine leisten kann. Wir führen diesen Zugkrafttest in der Ebene durch,
haben am Zughaken über eine Umlenkrolle ein Gewicht angehangen und wollen mal sehen, was die Maschine in der Ebene zieht. Was sich natürlich dann auf Ihrer Anlage sicherlich auch ändern kann, denn Sie fahren ja sicherlich nicht nur in der Ebene, sondern auch in Steigungen. Bevor wir den Zugkrafttest anfangen, möchten wir Ihnen noch das Gewicht dieser Lok bekannt geben. Wir haben sie natürlich vorher gewogen. Die Lok wiegt 510 Gramm. Sinnbildlich gesprochen stehen hier zwei Stück Butter auf dem Gleis. Und es lässt zumindest vermuten, dass 510 Gramm Lokomotive und Maschine doch allerhand Gewicht wegbewegen. Wir fangen an mit 50 Gramm am Zughaken und ich vermute, dass diese Maschine damit kein Problem hat. Und Sie sehen, 50 Gramm am Zughaken stellen für diese Lok kein Problem dar. So, wir haben das Anhängegewicht, das Zuggewicht dieser Lokomotive um weitere 50 Gramm erhöht, sodass wir jetzt 100 Gramm am Haken haben. Das sollte also für eine 510 Gramm schwere Lok eigentlich kein Problem sein. Und oha, sie hat doch etwas Mühe schon, diese 100 Gramm zu ziehen. Na. So, da wir gerade festgestellt haben, in der zweiten Messung, dass 100 Gramm schon so ziemlich die Grenzlast waren, sind wir jetzt etwas vorsichtiger und haben nochmal 10 Gramm drangehangen, sodass wir jetzt bei 110 Gramm sind. Mal sehen, ob es das wenigstens noch bewältigt. Und Sie sehen, bei 110 Gramm drehen die Räder durch. Erst wenn man die Geschwindigkeit erhöht, zieht es dann doch noch irgendwie weg. Gramm am Zughaken sind zu viel, Sie haben es gerade gesehen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder weniger anhängen oder sanden. Damit sind wir wieder am Ende unserer Produktvorstellung angekommen, liebe Zuschauer. Und wie immer am Ende ein kleines Fazit. Fangen wir mit der Gestaltung, dem Äußeren der Maschine an. Sie ist hervorragend detailliert, sehr detailgetreu, besticht durch viele angesetzte Teile in Aids-Technik, was dieses Modell optisch auch sehr aufwertet. Was mir besonders gut gefallen hat, sind die angesetzten aus Metall Scheibenwischer. Das ist wirklich was ganz Tolles. Auch wiederum an dieser Lok die Loklampen mit den eingesetzten Chromringen, nur um so kleine Details nochmal zu nennen. Das ist wirklich hervorragend und fabelhaft gemacht. Bei den Seitenfenstern der Lokomotive kann man in den Innenraum schauen. Auch das ist hervorragend umgesetzt. Man glaubt wirklich, wenn man die Augen schließt und mal wieder aufmacht und sich die Maschine ganz nah anschaut, das Original vor sich stehen zu haben. Also hier Hut ab, den Rokko-Leuten ist hier ein wunderbares Stück auf dieser Schiene gelungen. Dann haben wir die Geschwindigkeit getestet. Auch hier müssen wir sagen, dass diese Maschine ausgezeichnet programmiert worden ist und in dem vorgesehenen Rahmen liegt, was die Geschwindigkeit betrifft. Auch hier ein wirklich dicker Daumen plus von uns. Die Fahreigenschaften ebenfalls, hier besticht die Maschine durch einen sehr ruhigen Lauf. Sie kippelt nicht, sie wackelt nicht, sie nimmt die Geschwindigkeitsänderung sehr willig an. Also auch hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Dann haben wir den Zugkrafttest durchgeführt. Und liebe Zuschauer, Sie werden es ja nun selbst gesehen und gehört haben. Wir haben wirklich gedacht, bei 510 Gramm Eigengewicht, dass die Maschine dann etwas mehr wegzieht. Sie hat es nicht getan. Es sind für mich, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, aber 110 Gramm sind die Grenzlast, 100 Gramm sicher. Das heißt jetzt nicht, dass die Maschine nichts taugt oder nichts wegzieht, denn Sie müssen immer wieder bedenken beim Zugkrafttest, was hinten dran hängt, 100 Gramm. Ein vierachsiger Güterwagen zum Beispiel benötigt ungefähr 0,4, 0,5 Gramm, um
ins Rollen gebracht zu werden. Das heißt also, wenn Sie jetzt diese 0,5, 6, 7 oder 8 oder 9, 0,9 Gramm nehmen und das auf die 100 Gramm umrechnen, sehen Sie schon wieder anhand dieser bildlichen Sprache, dass Sie dann doch einen ganz passablen Güterzug hinten dranhängen können. Alles in allem ist es ein sehr gelungenes Stück, eine wunderbare Maschine, und ich lade Sie jetzt ein, unsere Lok auf unserer Testanlage nochmals zu bewundern. Das zur Baureihe 151 von Roccoliber Modellbahn, Freunde. Und ich appelliere auch vor allen Dingen an die Ehepartner, wenn Sie noch ein passendes Geschenk für Ihren liebsten Ehegatten oder auch Ehegattin suchen, die Baureihe 151 von Rocco, denke ich mal, ist so eine ganz super feine Lokomotive. Ja, jetzt zu unserem eigentlichen Kernthema in dieser Sendung. Ich hatte es Ihnen ja in der Anmoderation schon bereits gesagt, wir sind zu Gast bei Modellbahn Engel in Unterschleißheim. Und was Modellbahn Engel hier fertigt, wollen wir Ihnen zunächst erstmal in einem kurzen Beitrag zeigen. Es ist nicht nur für Modellbahner eine Augenweide, Modelleisenbahnen auf perfekt gestalteten Anlagen zu betrachten. Diese Schauanlage gehörte einem Kleinserienhersteller, der sich ganz besonders mit seinen Produkten an den Spur-Null-Bahner wendet. Für viele ist er bereits der Ansprechpartner im Modellbau. Modellbahn Engel aus Unterschleißheim. Hier an seinem Schreibtisch entwirft und plant Manuel Engel neue Serienprodukte. Neben seinem klassischen Profil, dem Modellbahnzubehör, ist es ihm gelungen, mit einem völlig neuen und einzigartigen System den Modellhausbau für Spur-Null-Bahner zu revolutionieren. Der Clou an diesem Stecksystem ist, dass der Hausmodellbau ohne einen Tropfen Klebstoff auskommt. Das bietet enorme Vorteile, wie wir später noch sehen werden. Das Modi-Steck ist von der Basis her gedacht wie ein Puzzlesystem. Man kann die Teile ansetzen, man kann sie wegbauen, man kann das Gebäude unendlich erweitern. Auch das für den Modellbau verwendete Material. Es kommen MDF-Platten zwischen 1 und 5 mm Stärke zum Einsatz, einschließlich Montagekonzept, ist einzigartig. Das Konzept besteht darin, das Gebäude mit der Anlage wachsen zu lassen. Wenn Sie jetzt von der Nebenbahn auf die Hauptbahn gehen, ist es natürlich logisch, dass ein Lokschub einständiger Lokschuppen etwas mickriger ausschaut und man gerne ausbauen möchte auf 2 Gleise oder 3 Gleise. Und das ist einfach mit dem Modi-Steck möglich. Man steckt die Teile wieder auseinander und fügt sie neu zusammen. Ich denke, wenn der Modellbahner die Teile vor sich hat und schon sieht, wie die Zapfen sind, wie der Aufbau der Platten sind, dann ist ihm bewusst, wie es geht. Man braucht für dieses System eigentlich nicht mal einen Bauplan. Und die Montage bzw. das Zusammenfügen der Teile erfolgt relativ simpel. Mit Hilfe der passenden Modusteckverbinder lassen sich die Teile fest und ohne Klebstoff miteinander verbinden. Jede mögliche Hausbauvariante kann gebaut werden. Der Fantasie des Modellbahners sind dabei keine Grenzen gesetzt. Zum Schluss müssen dann nur noch die Fenster und Türen eingebaut werden. Die Fenster sind individuell
Es gibt verschiedene Varianten, verschiedene Typen. Die sind alle Fenster sind so konzipiert, dass sie hinten ein doppelseitiges Klebeband schon fertig montiert haben, dass man einfach abzieht und dann die Glassichtfolie draufklebt und es dann komplementiert, indem dass man halt von der Rückseite die Fensterscheibe an die Fassade anbringt. Als letzter Bauabschnitt erfolgt das Verkleiden der Montagehilfen. Mit Sims-Verkleidungen erreicht man den perfekten Abschluss. Auch hier sind dem Modellbahner in puncto farblicher Nachbehandlung keinerlei Grenzen gesetzt. Die zum Einsatz kommenden Dachbinder haben zwei Funktionen. Einerseits sollen sie das Dach tragen. Andererseits sollen sie auch die Wandplatten zusätzlich versteifen und so für die Stabilität des Baus sorgen. Richtig, die Platten sind alle vorgrundiert. Alle Farbcodes werden auch auf der Homepage genannt. Falls mal Fehler beim Altern passieren, kann man diese wieder in Ursprungszustand zurückversetzen und man kann die Platte weiterhin nutzen. Es sind keine Geheimnisse dabei, dass man wieder gewählt ist, was Neues aus Zwang kaufen zu müssen. Und was ist, wenn man irgendwann sein Gebäude verändern möchte? Es ist kinderleicht. Einfach die Verbindungen wieder lösen, neu zusammenstecken und einfach neu gestalten. Und neben mir steht Manuel Engel, der Inhaber dieses kleinen, aber feinen Unternehmens. Und wir können ihn jetzt schwer entlassen, ohne noch ein paar Fragen loszuwerden. Nämlich, wir haben gesehen, Modusteck ist ein ganz tolles System. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, so etwas Simples, Einfaches für die Modellbahner herzustellen? Ja, also es ging um das Problem, dass nichts Passendes auf dem Markt war. Mhm. Und ich was wollte, was mit meinen Platzverhältnissen wachsen wird. Und somit bin ich auf die Idee gekommen, Bauteile zu entwickeln, die mit der Anlage mitwachsen. Und das haben wir ja hier auf dieser Anlage auch wunderschön vorgestellt. Die gefällt mir. Ich würde sie am liebsten mitnehmen. Ich darf ich wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Nein, also. Hier auf dieser Anlage sieht man ja eigentlich so ziemlich die komplette Palette, was sie hier in wirklich toller Arbeit herstellen. Fangen wir mal mit diesen Teilen an. Wir haben es ja gesehen im Film, man kann Häuser bauen, man kann aber auch Rückwände, Reliefs von Anlagen machen. Das ist also genauso möglich. Das ist richtig. Man kann mit dem System wirklich alles machen, ob Fabrikanlagen, Industrieanlagen, Lokschuppen, auch Bahnsteige, Zäune, Laderampen. Es ist wirklich keine Grenzen gesetzt, ausbaufähig und für die Zukunft geplant. Mhm. Was mir auch auffällt, sind diese vielen kleinen, liebevollen Details. Muss ich jetzt fragen, wie macht man das? Geht man da raus mit dem Fotoapparat? Geht man aufmerksam durch die Gegend? Ich möchte es mal an so einem ganz kleinen Beispiel festmachen, diese Europaletten. Es ist ja der Hammer. Eigentlich sind die der Hammer. Die sehen ja aus wie echt. Dankeschön, Herr Butti. Ja. Nee, es ist wirklich, es muss einfach die Liebe beim Modell sein. Mhm. Auch die Wirklichkeit wieder ins Modell zu setzen, zu bringen. Mhm. Es steckt einfach Herzblut drin. Mhm. Und das ist das Wichtigste. Ja, das ist man geht raus und sieht neue Sachen. Man hat Ideen. Man setzt sich an den Computer. Vielleicht davor noch eine kurze Zeichnung mit Bleistift. Mhm. Es ist manchmal auch Kopfzerbrechen. Aber es funktioniert. Und irgendwie funktioniert es immer. Dann springt der Funke über und dann funktioniert es. Richtig. Das. Super. Richtig. Also ich muss sagen, also das, was Sie hier auf diese Anlage gesetzt haben, auf diesem kurzen Stück, muss man sagen, ist ja so eine Art vergrößertes Diorama. Richtig. Den interessierten Modellbahnfreunden, das ist Spur 0, wer es noch nicht erkannt hat, lässt sich das ja ganz besonders schön machen. Also mir persönlich gefällt das, was Sie machen. Mir gefällt Ihre Produktpalette. Und für die Modellbahnfreunde, die also sich näher informieren wollen, sehen jetzt die Adresse eingeblendet, die Internetadresse, sage ich mal, das andere halten wir mal ein bisschen geheim.
Also auf der unten eingeblendeten Internetadresse, liebe Zuschauer, können Sie sich schlau und sachkundig machen, was bei Manuel Engel alles so zu kaufen und zu sehen gibt. Er macht ja nicht nur im Spur-Null-Bereich, müssen wir ja dazu sagen, genau, sondern fertigt ja auch Teile in anderen Spurbereichen, vor allem im Ladegüterbereich und dann im richtig, im H0-Bereich, im M-Bereich, auch in dem Null-Bereich. Zubehörsachen wird es vielleicht demnächst auch noch geben, aber ich denke mal, da reden wir nochmal drüber. Bisschen behaltbar wahrscheinlich. Genau, richtig, okay. Ein bisschen überraschen. Wir möchten uns zum Abschluss der Sendung ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Wir haben ganz tolle, viele Eindrücke gewonnen. Wir haben viele nette Sachen gesehen, die, so glaube ich, und nicht nur ich, sondern auch Sie, ja, auf der Modellbahnanlage auf keinen Fall fehlen dürfen. Richtig. Und damit sind wir, wie gesagt, liebe Zuschauer, auch am Ende unserer Sendung angekommen. Ich sage immer, die Sendezeit ist viel zu kurz, 25 Minuten. Klingt zwar viel, aber im Endeffekt, glaube ich, könnten wir da Stunden machen, was Ihnen sicherlich sehr gefallen würde. Ansonsten verabschiede ich mich von Ihnen und auch von Ihnen, Herr Engel. Vielen Dank, Herr Buttig. Vielen Dank für diese Gastfreundschaft. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig.